Und weiter geht's bei Maestro Musik aus der Tiefe. Jetzt sind wir jetzt beim fünften Teil. So, letztes Mal haben wir die Schlüsselkachel gefunden. Okay, ah, das ist jetzt Kachel. Ja, war einfach. Schwieriger. Wir müssen jetzt da mit die. Ah, da hin. So. Geh hinterher. Da gesagt, da hoch, du Mistsau. Entschuldigung. Ach, da unten bist du. Das war einfach. Das ist unsere Zündschnur. Es sind zwei Musikschüler auf der Wiener Schule verschwunden. Die müssen wir jetzt halt befreien. Es ist ein böse Schatten unterwegs und weg! Danke, Pferdchen. Tut mir leid, Pferdchen. Du bist ein Pfeil? Du bist ein Pfeil? Glück gehabt. Glück muss der Mensch haben. Sag ich, Türschluss Brill. Schau mal. Ja, wenigstens behält man uns die Streichhölzer, wenn wir uns schon sonst nichts behalten können. Aber die Streichhölzer. So, schauen wir, was die Jungenblitz-Szene uns sagt. So, warte mal, dem Glasschneider können wir hier die Fensterscheibe aufschneiden.
Damit wir dann hier den Schlüssel kriegen. Sonny, okay. Messer haben wir hier wahrscheinlich die Schleife aufschneiden. Oder so. Okay. Was habe ich jetzt verdreht? Das war falsch. So. Und die Sonne, die haben wir. Was ist? Ja, die welche riesige Stellen. Aha. Okay, ich will es mir jetzt ein bisschen verarschen. Wann startet denn das? Ich habe es ja verstanden.
Hey. Okay. Nächste Ding ist frei. Wo ist denn der Griff von diesem Regenschirm? Aber nur so ein Schwänchen. Hey, da fehlt eine ganze Menge. Schau mal, was da ist. Sie in diesem Wimmelchen versteckt. Schmetterling. Sicherheitsnadel. Organöl. Eine Feldflasche. Oder hier ist ein Schraubenschlüssel gekommen. Aber okay. Hacken wir erstmal Feuerholz. Da hinten können wir mal gucken. Ja, wozu brauchen wir die Notenschlüssel? Wer versteckt da jetzt eine Tänzerin im Buch? Hoch. Okay.
Das kennen wir uns hoch. Hey, wir haben Treppenstufen. Okay. Auch nichts. Lied des Lebens. Böse Schatten, pfui. Wir haben einen Stiefel. So. Und das Piepen hat uns das angekündigt. Es ist vorbei für dieses Mal. Also dann. Also wisst ihr was, jetzt haben wir nur das Brennholz rein. Okay. Sauerei würde ich tatsächlich gar nicht machen, aber okay. Jetzt verabschieden wir uns aber. Nachdem ich die Küche zerstört habe. Ciao.